Guten Tag, willkommen zu unseren täglichen Nachrichten. Unsere erste Geschichte bringt uns zur UNESCO, die in der vorigen Woche 20 neue kulturelle Praktiken in ihre Liste des geschützten Weltkulturerbes aufgenommen hat. Und darunter war Kimchi aus Nordkorea. Die Aufnahme ist nicht sonderlich überraschend, denn Kimchi aus Südkorea ist schon seit 2013 auf der UNESCO-Liste. Kimchi ist eine Nationalspeise in Korea und besteht aus fermentiertem Gemüse und Gewürzen, wobei die wichtigste Grundlage Chinakohl ist. Es gibt die Speise seit dem 10. Jahrhundert und sie wird in jedem Haushalt ein bisschen anders zubereitet und das Rezept von Mutter zu Tochter weitergegeben. Kimchi aus Nordkorea unterscheidet sich von jenem aus Südkorea dadurch, dass es weniger scharfe Gewürze enthält und auch eine weniger starke rote Farbe hat. Darüber hinaus gibt es noch neue Kimchi-Sorten aus Nordkorea. Diese sind allerdings nicht im Antrag Nordkoreas auf Aufnahme in die Liste enthalten. Und zwar handelt es sich hier um Kimchi-Variationen, die neue Bestandteile wie Gras etc. enthalten und die so zustande kommen, dass es im Land eine akute Lebensmittelknappheit gibt und die Leute eben das zu Nahrungsmitteln verarbeiten, was sie eben finden können. Unsere nächste Story ist über eine Studie des NGOs Oxfam, die errechnet haben, dass die ärmsten 50% der Weltbevölkerung nur 10% der CO2-Emissionen auf der Welt verursachen, während die reichsten 10% für 49% verantwortlich sind. Dieses Resultat ist allerdings nicht sehr überraschend, weil Einkommen und Reichtum per Definition in unseren Gesellschaften mit Energiekonsum verbunden ist. Unsere letzte Story ist über das Chanukka-Fest, das vor einigen Tagen begonnen hat und das die Wiedereinführung jüdischer Riten im Tempel von Jerusalem im Jahre 160 vor Christus feiert, nachdem diese bis dahin vom Seleuzidischen Reich verboten worden waren. Chanukka ist ein Lichterfest, das leicht zugänglich ist und auch von vielen Nichtjuden gegenwärtig mitgefeiert wird. Und in dem an jedem Tag des 8 Tage lang dauernden Festes eine weitere Kerze auf einem Leuchter angezündet wird. Chanukka-Feierlichkeiten finden derzeit in der ganzen Welt und auch in Europa statt. Und in Europa unter anderem in Berlin, in Hannover, in Moskau und in Budapest. Das waren unsere Nachrichten für heute. Falls Sie mehr über unsere Stories wissen wollen, gehen Sie bitte auf eatglobe.de. Danke fürs Zusehen und bis morgen.